Die Ukraine und Polen befinden sich am Rande eines Handelskriegs. Die drastische Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Nachbarländern spielt Russland offensichtlich in die Hände. Vielleicht steckt auch der Kreml selbst hinter den Protesten an der ukrainisch-polnischen Grenze. Ob das so ist, das erfahrt ihr in diesem Ukraine-Update. Seit November letzten Jahres wird der Verkehr ukrainischer Lastwagen regelmäßig von polnischen Transportunternehmen blockiert. Und seit kurzem haben sich auch polnische LandwirtInnen den Protesten angeschlossen. Anfang dieser Woche blockierten sie auch den Grenzübergang nach Deutschland an der Autobahn A2 bei Frankfurt an der Oder. Polnische FraktführerInnen fordern die Aufhebung der Privilegien für ukrainische Transportunternehmen. Die Proteste der LandwirtInnen richten sich gegen die Importe günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine. Gleich nach Beginn der russischen Invasion vor 2 Jahren hatte die EU alle Importzölle und Quoten für die Ukraine ausgesetzt, um dem Land wirtschaftlich zu helfen. Eine russische Spur in der Organisation der Proteste wurde vermutet, nachdem ein Foto eines Plakats online gepostet wurde, auf dem Putin zum Umgang mit der Ukraine und der EU aufgefordert wird. Der wichtigste Hinweis ist jedoch, dass der Initiator der Blockade, Rafał Merkler, ist ein Vertreter der polnischen Bundespartei, die Konföderation. Es handelt sich um eine rechtsextreme prorussische Partei, die im Grunde der AfD ähnelt. Die Mitglieder der Konföderation fordern die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Am Mittwoch erreichten die Bauernproteste Warschau. Dort fand eine Demonstration von mehreren tausend Menschen statt. Die Aussichten auf eine Konfliktlösung sind nach wie vor gering. Gespräche zwischen den Regierungschefs Polens und der Ukraine sind erst für Ende März geplant. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.